конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Die Witwe des im Straflager gestorbenen Oppositionsführers Alexei Nawalny hat Kreml-Chef Wladimir Putin den Kampf angesagt und will die Arbeit ihres Mannes fortsetzen. Zitat: Ich werde die Sache von Alexei Nawalny weiterführen, für unser Land kämpfen. Ich rufe euch auf, an meiner Seite zu stehen, sagte Julia Nawalnaja in einer emotionalen Videobotschaft, die am Montag auf YouTube veröffentlicht wurde. Putin убил не просто человека, Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Allein in den ersten 2 Stunden wurde das Video auf YouTube über 1 Million Mal angeklickt. Darin enthalten ist auch eine klare Botschaft an Putin mit einer brisanten Ankündigung. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Nach Angaben der Behörden war Nawalny am Freitag im Straflager gestorben. Er sei bei eisigen Temperaturen während eines Hofgangs zusammengebrochen. Der Kreml-Kritiker wurde 47 Jahre alt.